Und damit herzlich willkommen zurück zu Dredge. Wir geben jetzt gerade erstmal die beiden ab, die wir haben, von denen ich einen schon mal nicht brauche. Schön. Dann hier noch die Seeschnecke. So. Dann verkaufe ich den beim Generator. Fahre nochmal eben rüber. Guck mir hier natürlich noch kurz an, ob da wieder Pakete liegen. Da habe ich ja vergessen, ins Lager zu tun, ne? Yep. Ah, ne, habe ich nicht. Stimmt, ich habe die verbraucht, ne? Ja, ja, Krabbe, geh, fick dich. Das ist nicht der Hauptscheiß, oder? Klappriger Ponton. Das ist doch der Hauptscheiß. Okay. Dachte, der wäre drinnen gewesen, aber gut. Also es ist auch länger als 5 Minuten her, dass ich das Spiel gespielt habe das letzte Mal. Dementsprechend kann ich mich mit Sicherheit nicht an alles erinnern. Ich wollte noch mal kurz was gucken. Diese Dingerchen, ne? Die muss ich doch einfach... Die habe ich einfach nur drin, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann pesen wir mal einfach kurz rüber. Fangen nochmal die beiden Fische, die uns jetzt fehlen. Das sind ja die beiden Verkrakeln, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und dann reisen wir zurück, würde ich sagen. Aber vielleicht schlafen wir noch kurz. So. Ruhen. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann das Spiel schneller durchspielen als ich. Zu meiner Verteidigung habe ich aber 100% gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich lange gebraucht habe und dabei nichts geschafft habe. Ich habe lange gebraucht und alles gemacht. So, du bist einer der verkrakelten Fische, aber dich will ich eigentlich fangen. Doch, da sind zwei. So. Und ich glaube, du warst der andere, ne? Ja, und sind da mehr als einer? Also vorausgesetzt, das sind die, dann ja. Ja, mehr als einer, okay. Gut. Dann gucken wir jetzt mal zurück. Weil dann haben wir schon fertig. Und bevor wir die abgeben, schnacken wir noch kurz mit ihm über die anderen Sachen. Weil ich hätte noch mehrere offene Fragen. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. So, weiter geht's. Ich bin gerade schon einen Meter gefahren, weil ich überhaupt nicht die falsche Taste gedrückt habe oder so. Nein, nein. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, was war das für ein Geräusch. Aber ich habe hier gerade noch schöne Gischten gesehen. Die dredge ich natürlich kurz. Weil haben besser brauchen und so. Ich gehe nicht davon aus, dass ich noch so viele Kisten brauche. Aber manchmal ist das ja so, dass man weniger erwartet, als dann tatsächlich eigentlich ist. Dementsprechend holen wir uns einfach alle, die wir kriegen können. So, und dann schippern wir mal zurück. Das dürfte ja jetzt noch theoretisch... ...die alte Ruine und, also Teufelsgrad und Windstrang getroffen werden. Gehe ich mal von aus. Damit wir überall neue Fische haben. Juppai, Servus, Chefe. Na, wie ist denn die nächste Scheißidee? So, Forschungsstation. Kannst du mir mehr über die prähistorischen Fische erzählen, die ich gefunden habe? Oh,
nichts Nützliches, abgesehen davon, dass ich im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bestätigen konnte, dass es sich in der Tat um ausgestorbene Arten handelt. Für das Phänomen gibt es sogar einen besonderen Ausdruck, Lazarus-Effekt, wenn ausgestorbene Arten scheinbar wieder von den Toten auferstehen. Okay, und ich bin in den verseuchten Gebieten einigen seltsamen Kreaturen begegnet. Ach ja? Wie sahen die aus? Du willst dem Wissenschaftler die Kreaturen beschreiben, aber beim Versuch, dich an ihr Aussehen zu erinnern, lösen sich die Bilder auf und hinterlassen vor deinem inneren Auge nur wirres Schwarz. Nachdem deine Beschreibung ins Nichts verlaufen ist, schaut dich der Wissenschaftler besorgt an. Lange Nächte auf See, außergewöhnliche Wetterbedingungen, Schlafmangel. All das kann zu Halluzinationen führen. Keine Sorge. Ruh dich einfach mal richtig aus. Okay, dann kriegst du hier die letzten beiden Proben, mein Freund. Hier. Der Wissenschaftler arrangiert die Exemplare, die nun vor ihm auf dem Metalltisch liegen. Er bringt an jedem der Köpfe Elektronen und Kabel an. Die Gehirne von Fischen sind primitiv. In mancherlei Hinsicht bedeutet ihre Schlichtheit eine Art Reinheit. Keine belastenden Emotionen, die Daten verfälschen könnten. So wie die Totenstarre die Muskeln blockiert, wird die letzte Form des Geistes vom Gehirn festgehalten. Aber sie kann extrahiert werden. Der Raum ist von dem scharfen Geräusch aktiver Kondensatoren durchdrungen. Die Kadaver auf der Bank zucken synchron. Die erschlafften Muskeln wölben sich, ehe sie wieder still liegen. Der Wissenschaftler blickt bereits auf die vier Monitore hinter sich. Je eine vage Form rollt über jeden der Bildschirme. Zerfetzte Kreise, sich windende Zellen, lidlose Augen, gähnende Grube. Die Schwierigkeit liegt in der richtigen Interpretation. Okay, Bruder. Draußen unterhält sich der Bauleiter mit einem Neuankömmling auf der Anlage. Einem ernst aussehenden Mann im Anzug. Ja, aber, werter Herr, der Meeresboden hier, man sollte ihn nicht stören. Diese ganze Anlage wurde auf eine Art lebender Verwerfung erbaut. So glauben Sie mir. Ihnen glauben? Ihnen, der Sie nicht einmal Ihre Lieferungen mehr unter Kontrolle hatten und Einheimische einschalten mussten, um Ihre Haut zu retten? Der Bauleiter versteckt sich hinter seinem Klemmbrett. Ihnen, der diesen gesamten Einsatz aufs Spiel gesetzt haben? Genug davon. Ihr Einfluss endet bei Stahl- und Baugerüsten. Die Zukunft dieser Gesellschaft hängt allein von meinen Entscheidungen ab. Lass sie hinunter. Der Bohrer taucht ein weiteres Mal in das Schwarz unter der Anlage ab. Der Mann im Anzug wendet sich zu dir. Und wir sind wieder auf Kurs. Auch wenn er seine Verantwortungsbereiche überschritten hat. Es scheint, als hätte der Bauleiter zu Recht deine Unterstützung in Anspruch genommen. Ein letztes Gebäude muss noch auf der Plattform errichtet werden. Flottendienste. Ohne dieses Gebäude können wir unsere Bemühungen nicht effizient skalieren. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du beim Bau dieses Gebäudes hilfst, gestatte ich den Arbeitern, dein Boot mit einer brandneuen Rumpfverbesserung auszustatten. Bedeutenden Rumpfverbesserung. Danach will ich dich hier nicht mehr sehen. Unser Einsatz ist vertraulich. Worauf wartest du noch? Okay, Bruder, ein unsympathischer Hund. Wir können die Fabrik upgraden. Wir beginnen bald mit dem Bau des letzten Abschnitts der Fabrik. Ja, du willst zwei Kisten haben, das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Was kannst du denn jetzt? Und das wär's dann mit der Fabrik. Diese Fabrik läuft mit maximaler Effizienz. Wir haben alles, was wir brauchen.
Ich nehme an, dass wir die Abfälle von der Forschungsstation wiederverwenden können. Um das herauszufinden, schmeiße sie ins Wasser und sieh, was erscheint. Was? Mutierter Köder, ein Kanister mit bösartigem Scheiß. Dafür brauchen wir einen Köder und Fäulnis sowie dunkler Spritzer. Aha. Lockt deformierte Fische an, okay. Ein Krabben-Sofortköder, ausgestattet mit einer Schnelllösevorrichtung, kann dieser Apparat Krabben in der Nähe anlocken und sofort einfangen. Und exotischer Köder. Fleischstücke schwimmen in einer Suspension seltsamer Flüssigkeit. Mit goldenen Sprenkeln lockt die seltenen Fische an. Okay. Spannend. Gut, wir kaufen nochmal eben die letzten ein Gerät hier. Da müssten wir auch im Technologielabor die letzten zwei Sachen machen können, genau. Dafür brauche ich jetzt noch eine Kiste und zwei Spritzer. So. Chipsatz zur Schlittnetzführung. Damit haben wir jetzt alles, was wir haben können. Ich meine, wir können theoretisch unendlich davon bauen. Was ziemlich cool ist. Die Fabrik kann nichts, was wir brauchen aktuell. Also das ist nett, das ist nett. Das sind alles nutzlose Sachen hier, bin ich ganz ehrlich. Okay, aber ich brauche wahrscheinlich jetzt die Scheißangel, ne? Hier die... Die hier, weil die Mangroven kann. Durchdrungene Wickelrute, okay. Habe ich die schon zufällig? Also habe ich die Wickelrute? Stachelrute? Das ist schon die feuerfeste? Ne, ich glaube, die habe ich aktuell nicht mehr. Schattenmarkt. Anti-Wirrleine. Hitzefeste Leine. Beschwerte Leine. Ach, die Anti-Wirrleine ist, dass sie das kann, okay. Zum Lager. Da ist die Anti-Wirrleine, okay. Das heißt, wir können jetzt in der Fabrik die hier bauen, würde ich mal sagen. Die Anti-Wirrleine, okay. Bisschen problematisch, weil wir haben jetzt natürlich nichts mehr von dem, von den Kisten. Aber wir brauchen die Forschungsstation. Ja, bitte. Was denkst du über deinen Chef? Oh, guck mal, er hat das hier markiert. Ging von da ins Hauptgebiet, runter ins, rechte Gebiet, dann runter ins linke Gebiet und jetzt vom linken Gebiet hoch. Was denkst du über deinen Chef? Meinen Meister? Oh, der Geschäftsführer, richtig. Er ist zu überall zugegeben. Arbeitet sehr hart. Hat immer schon und wird auch immer. Er braucht mich. Meine Arbeit. Alles muss stimmen. Verstehst du? Wir müssen am richtigen Ort sein. Ansonsten bleibt nicht mehr viel Zeit. Hast du irgendetwas über die von mir gesammelte Dunkelflüssigkeit herausgefunden? Sie ist in keiner Substanz vergleichbar, die ich kenne oder je berührt habe. Erst ist sie glatt und seidig. Und dann plötzlich scharf, stechend. Der Wissenschaftler zuckt wegen etwas in der Luft über ihm zusammen. Kurz darauf flackern die Lichter. Irgendwo auf der Bank in der Nähe erklingt das leise Knallen des durchgebrannten Kondensators. Seine Stimme wandelt sich zu einem gehauchten Murmeln. Anweisung. Geflüster. Du wirkst besorgt und ein bisschen seltsam. Besorgt? Nein. Besorgnis würde bedeuten... Er wendet sich dir zu. Eins seiner Augen ist blutunterlaufen. Was einst weiß war, wurde von dunkelrotem Blut eingenommen. Besorgnis würde bedeuten, dass wir nichts davon wussten.
dass es passieren würde. Okay, dreht ein bisschen durch. Was für Proben möchtest du jetzt eigentlich? Okay, er möchte so einen großen, so einen kleinen und zwei Dreier. Okay. Und in der Flottendienst brauchen wir wahrscheinlich... Wir müssen ihn ja zum Laufen bringen, sonst reicht mir der Chef den Kopf ab. Ja, Bruder, schwierig, ich habe gerade keine Kiste mehr. Tschüss. Stopp. Ach, kann ich auch da rumrüsten. Fahren wir mal kurz hier lang und gucken, ob hier neue Kisten sind. Leider nein, leider gar nicht. Und wir fahren hier auch in der Gegend, wo keine neuen Kisten sein können. Die haben wir zuletzt geholt. Da waren wir auch erst gerade. Da waren wir auch gerade. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur noch die da drüben gerade Kisten zu holen. Schade. Ja, ja, gefick dich, Krabbe. Das war knapp. Servus. Werft. Ich kann nichts reparieren. Okay, das ist schon mal gut. Dann gehen wir mal kurz ans Lager. Wir bauen... was kann das Ding? Mangrovenküsten. Küsten und Flachwasser. Die kann auch Küsten und Flachwasser. Also die ist komplett über. Die ist halt sehr langsam. So, ne? Ausbauen, Lager. Pass auf, dann bauen wir das einfach mal dahin. Und die stecken wir mal dahin. So, dann schlafen wir nochmal. Bis 4. Und dann wollen wir mal kurz gucken. Ah, stopp. Wir können gleich zwei Krabbenkörbe kaufen, die wir hier aufstellen. So. Dann hauen wir ab. Wir gucken mal kurz ins Büchlein rein. Windstrang. Okay, hier gibt es Flachwasser, Mangroven, Mangroven, Mangroven. Und 0 bis 50 Meter. Die anderen sind 0 bis 10, 5 bis 25. Okay, 0 bis 10 und 5 bis 25. 0 bis 10 haben wir deutlich häufiger gefangen, das heißt, der ist wahrscheinlich auch deutlich wahrscheinlicher zu fangen. Das heißt, wir gehen auf 10 bis 25, würde ich sagen, wenn das geht. Ich guck mal kurz da hinten hin, vielleicht gibt es da auch noch einen tieferen Spot. Weil wir haben jetzt allgemein hier nicht so viele Spots, die tief sind. Ja, warte mal, wir können auch einfach über 25 gehen, wenn es geht, ne? Ist halt so ein bisschen die Frage, ob es das überhaupt gibt. Also hier werfen wir schon mal einen aus. 14,1. Der da hinten könnte noch ein bisschen außerhalb sein. Aber wenn wir mehr als 25 könnten, dann wäre das entspannt. Weil mehr als 25 gibt es einfach keine anderen mehr. Das geht schon mal in die richtige Richtung. 15, 17, 20, 24, 29. Okay. Bei 37 Metern haben wir ausgeworfen. Okay. So, dann brauchen wir dich. Keine Ahnung, ich spreche dich jetzt nicht aus. Den brauchen wir auch. So. Dich haben wir schon. Und dich haben wir auch schon.
Okay. Dann machen wir da noch einen kurz frei. Und wir machen die Scheiße mal kurz aus, weil sie mich echt nervt von der Lautstärke her. Und wir gucken noch mal kurz hier rüber. Und gucken, was wir hier dann gefunden haben. Flachwasser, du hast keine Ausrüstung. Scheiße. Mangroven. Flachwasser. Ich dachte gerade, hier wäre was Besonderes, aber es war nur die blinkende Boje. Okay, das heißt, wir gucken mal eben zurück. Habe ich denn jetzt schon... Das ist fortschrittliche Angelroute Mangroven. Das heißt, wir brauchen die sogar noch. Das ist Flachwasser. Kurze Realitätsüberprüfung. Dann holen wir uns doch jetzt mal das da drin. Würde ich sagen. So. Nein, den haben wir schon. Haben wir schon. Außer natürlich, er sieht genauso aus wie das andere Mistvieh. Sammelt insgesamt 10 dunkle Kanister. Den haben wir noch nicht. Okay. Rampamia oder so. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einmal Flachwasser. Ich meine, ich könnte auch einfach kurz mal gucken, ob ich die drei Sachen woanders hin tue, ne? Ah, nee, okay. Warte. Das tun wir dahin, das tun wir dahin. So. Ist das jetzt noch ein... Nein, aber das hier? Nein. Okay, das heißt, ich müsste das Zeichen des Untergangs ausbauen. Und auf 5% Anomalie-Bonus scheißen. Ganz ehrlich, den Weg gehe ich. Um diese Route wieder einbauen zu können. Weil theoretisch kann ich die hier ausbauen, weil die mir jetzt eigentlich egal ist. Ich würde sagen, ich hole mir kurz nochmal bei der Werft Eis, damit die scheiß Fischer länger halten. Schlafe eine Runde. Fahre mal kurz. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich weiß ja sogar genau, wo es einen gab. Guten Tag. Ich gehe nicht davon aus, dass da hinten schon neue sind, aber wir fahren einfach mal hin. So, guten Tag. Dich misst Fisch brauche ich ja noch. So. Hier hinten haben wir unsere beiden Geräte ausgelegt. Beziehungsweise einen ja sogar da, wo wir gerade schon waren. Aber da haben wir den Nipponius ja schon. Das heißt, wir haben erstmal alles gefunden, was wir haben wollten. Maximal nerviges Scheißteil. Das heißt, wir haben jetzt gerade alles, was wir brauchen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schiffern wir zurück. Geben die Viechers ab, vermutlich. Und holen uns dann noch mal ein paar Kisten. So würde ich das Ganze angehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Haut rein. Und bis dahin. Ich will noch bis an den Steg kommen, falls ihr es nicht bemerkt habt. So. Tschüss.